Zwei Verlierer der englischen Woche wollen vor 325 Zuschauern im Föhlin-Stadion wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Sowohl der FV Illertissen als auch die U23 des 1. FC Nürnberg gingen zuletzt am Doppelspieltag leer aus. Während die Hausherren durch die Niederlagen gegen Burghausen und in Ansbach nach vorne erstmal etwas abreißen lassen mussten, bleiben die Mittelfranken in Weinrot nach dem 0:2 im kleinen Frankenderby in der gefährlichen Zone. Interessanter Fakt am Rande: mit einem Sieg im Duell der beiden Gründungsmitglieder der Regionalliga Bayern könnte der FVI in der ewigen Tabelle vorbei am Clubnachwuchs auf Rang 2 springen. Damit hinein ins Match mit einer Ecke für Nürnberg. Simon Joachims und Tim Janisch führen kurz aus. Der Ball kommt zu Pascal Fuchs. Der zieht ab und sein Schuss prallt von der Latte an den Rücken von FVI-Keeper Markus Ponat und von da ins Tor. Gleich mit der ersten nennenswerten Aktion geht der auswärts zuletzt 6-mal in Folge sieglose FCN durch eine einstudierte Eckenvariante und sicherlich auch mit etwas Glück in der 11. Minute in Führung. Die Heimelf allerdings keineswegs geschockt, sondern mit einer richtig guten Reaktion und nach etwas mehr als einer Viertelstunde ihrerseits mit der ersten Gelegenheit. Der Schuss von Yannick Glessing wird jedoch zur Ecke geblockt. Kurz darauf setzt Milos Čočić elegant per Hacke Tobias Rühle in Szene. Der umspielt Keeper Armin Olajo, aber der winkelt dann einen Tick zu spitz. Der Außenpfosten rettet für die Gäste, die allerdings insgesamt auch ohne ihren gelb gesperrten Kapitän Fabian Menig diszipliniert verteidigten und nach vorne immer wieder Nadelstiche setzten. Nach einem Ballgewinn geht's blitzschnell. Torschütze Fuchs schickt Uche Obiogumu auf die Reise. Max Zeller hebt erst das Abseits auf, rettet dann aber mit viel Einsatz in höchster Not. Danach passierte auch aufgrund einer langen Behandlungspause im ersten Abschnitt nicht mehr viel. Erst kurz vor der Halbzeit steckt der auffällige Fuchs nochmal durch zum eingewechselten Jerome Krupa. Sein Versuch per Grätsche aber kein Problem für Ponat. Den besseren Start in Durchgang 2 erwischten dann wiederum die Mittelfranken. Maxim Gräßler wird da nicht energisch genug angegriffen. Den Schuss von Krupa kann Zeller dann zur Ecke blocken. Nach knapp einer Stunde gibt's Freistoß für Nürnberg. Niko Zietsch tritt an, der Ball rutscht Ponat durch die Finger, geht aber am Tor vorbei. Die Gastgeber in der Folge bemüht, so richtig gefährlich wurden sie gegen die stabile Gästedefensive, mit Ausnahme dieses Versuchs von Rühle jedoch nicht. Die FCN-Youngsters zwar auch ohne die ganz großen Möglichkeiten, allerdings einen Tick zielstrebiger, so wie in der 71. Minute. Da bringt Janisch die Kugel in die Mitte und dort hält Zietsch aus 5 Metern den Schlappen hin. Mit seinem ersten Saisontor sorgt der 19-Jährige für die Vorentscheidung. Denn der FVI fand auf das 0:2 keine Antwort. Vielmehr hätten die Gäste das Ergebnis sogar noch ausbauen können. Ponat verhindert bei diesem Konter gegen Janisch aber das drohende 0:3. Von Illertissen kam offensiv nichts mehr, bezeichnend dieser Freistoß von Nico Fundl in die schwäbischen Wolken. Und so steht am Ende die dritte Niederlage am Stück zu Buche. Für uns natürlich heute sehr enttäuschendes Ergebnis. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gestartet, haben sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt und hatten eigentlich schon das Gefühl, dass wir gut im Spiel waren. Mit der ersten Offensivaktion nach der Standardsituation sind wir dann unglücklich in Rückstand geraten, haben dann natürlich durch die Aktion von Tobi Rühle die Riesenmöglichkeit gehabt, den Ausgleichstreffer zu erzielen, hatten auch noch 2, 3 weitere Einschussmöglichkeiten, wobei ich dann nicht das Tor erzielen konnten und ja, zweite Halbzeit leider dann nicht mehr die Gefahr entwickeln können, haben dann nochmal Kontersituationen zum 2:0 bekommen und von daher muss man aber schon eingestehen, dass die Leistung heute nicht ausgereicht hat, um dann wirklich auch erfolgreich hier Punkte in Illertissen zu lassen. Ja, ich habe ein diszipliniertes, ein sehr engagiertes Spiel meiner Mannschaft gesehen. In der ersten Halbzeit haben wir vielleicht auch in der einen oder anderen Situation ein bisschen Glück gehabt, müssen aber nichtsdestotrotz 2, 3 Konter besser zu Ende spielen, ja, gezielter. Zweite Halbzeit haben wir, glaube ich, das Spiel auch richtig gut im Griff gehabt. Eigentlich, ich habe jetzt keine Chance für Illertissen im Kopf, machen dann das 2:0 und ich denke, im Endeffekt nach 90 Minuten ist es auch ein gerechtes Ergebnis. Mit dem ersten Auswärtssieg seit dem ersten Spieltag beendet der Club-Nachwuchs seine Mini-Negativserie und verteidigt damit auch Platz 2 in der ewigen Tabelle. Nächster Rückschlag dagegen für den FV Illertissen, der aber im Verfolgerfeld bleibt und nun am Freitag bei den Bayern Amateuren ran muss.